Wir reden nochmal darüber, was jetzt los war. Mhm. Ich brauche dich dazu nochmal. Ja. Ja? Okay, soll ich jetzt noch kommen? Bist du jetzt fertig? Ich bin jetzt fertig. Es ist noch eine Dreiviertelstunde oder so. Ja, du kannst ruhig nochmal kommen. Eine blöde Situation für Joshua. Das Hauptfach und Sport haben sich überschnitten. Zum Basketball ist er viel zu spät dran. Wer hat den schönsten Schuh, Den hast nur du. Ich bin den schönsten Schuh. Ich hab den allerschönsten Schuh. Was war denn heute los gewesen jetzt? Du hattest Hauptfach. Ja, und der Herr Gläser wollte unbedingt, dass ich das noch fertig mache. Ich habe zu spät gewusst, wann die neunte Stunde anfängt. Ja, also das, das nächste Mal bin ich genau. Wahrscheinlich. Also, du kannst dein Hauptfach jederzeit machen, nur nicht, wenn du gucken willst. Das ist klar. Ne? Da musst du dran denken, ja. Na, dass du in Zukunft immer guckst. Na, wir sehen uns. Ja, tschüss. Von den Lehrern, die jetzt die normalen Unterrichtsstunden geben, hätte ich erwartet, dass die lockerer gegenüber den Schülern sind. Ja, das waren sie halt nicht. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz schön auf der Schule. Halb neun müssen alle wieder auf ihren Zimmern sein. Bis zur Nachtruhe ist nur noch wenig Zeit. Aber die haben sie ganz für sich. Ja, manchmal will ich mich halt einfach nur ins Bett setzen und mal für mich alleine sein. Also, das gibt's auch. Ja, Johannes akzeptiert das aber auch dann und hält mal seine Klappe. Was ziehe ich morgen an? Gute Frage. Was bist du so? Dich nehme ich jetzt. Fertig. Warum liegst du eigentlich falsch rum, Johannes? Weil ich viel gemütlicher ist. Habe ich festgestellt. Also ich finde es nicht schlimm, mir das Zimmer zu teilen, weil ich habe es mir früher auch mit meiner Schwester geteilt zu Hause. Und ich finde es eigentlich gut, weil zu zweit finde ich es besser im Zimmer. Ist man nicht so einsam. Und das passiert in der nächsten Folge. Pauline kämpft mit dem hohen C. Erster Linie ist halt genau das wichtig, was ich nicht kann. Mich vorher entspannen. Setz dich hin, gibst dir selber einen Einsatz, atmest und dann geht's los. Johannes sucht die richtige Haltung. Beim Pokerspaß finden die neuen Freunde.